Kleinwagen wie der i20 von Hyundai sind beliebt bei jungen und älteren Menschen, die sich ein verbrauchs- und kostengünstiges Fortbewegungsmittel wünschen. Jetzt haben die Koreaner die Motorenpalette des i20 um einen neuen sparsamen Dreizylinder erweitert. André Zimmermann testet den Hyundai mit dem neuen Triebwerk im Stadtverkehr und begibt sich auf Spurensuche. Ist der i20 bei Design und Ausstattung eher ein Fahrzeug für das junge Publikum oder für die ältere Generation? Endlich findet bei Hyundai auch unter der Haube eine Revolution statt. Der 1,4 Liter Saugmotor wird ersetzt durch einen Dreizylinder, turboaufgeladen, mit 1 Liter Hubraum. Damit liegt der Hyundai i20 natürlich genau im Trend. Im Trend liegen auch Kleinwagen, sowohl bei jungen Käufern als auch bei älteren Käufern. Die Frage ist jetzt, wen spricht der Hyundai i20 eher an? Die jüngeren oder die älteren Käufer? Sprit und damit Geld sparen ist in beiden Altersgruppen ein großes Thema. Aber eine lahme Ente will trotzdem niemand. Deshalb testet André zunächst die Dynamik des neuen Motors. Der Blue 1 Liter T GDI Motor leistet 74 kW und beschleunigt den Kleinwagen bis auf 188 km/h. Im Schnitt soll er nur 4,5 Liter Benzin auf 100 km verbrauchen. Bei bewusster Fahrweise versteht sich, doch hat das neue Aggregat auch Fahrspaß zu bieten. Entspanntes Dahingleiten ist mit dem neuen 1-Liter-Motor auf jeden Fall problemlos möglich. Was mir aufgefallen ist, wer zügig unterwegs sein will, aber dabei hohe Drehzahlen meiden will, dem kommt das Turboloch so ein bisschen in die Quere. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufs Gas gehe, dann schalte, dann habe ich immer so einen kurzen Moment, wo es ruckt, weil der Motor dann natürlich unter 2000 Touren fällt, ins Turboloch rein und dann braucht es halt wieder ein bisschen, bis der Turbo angeregt ist, Luft produziert und dann auch wieder Leistung gibt. Von außen ist der i20 modern gestaltet. Der Hexagonalgrill dominiert die Front. Das Tagfahrlicht in Milchglasoptik verleiht dem Auto einen aggressiven Blick. Das Design-Highlight ist die hochglanzschwarze C-Säule. Sie soll das Äußere so wirken lassen, als schwebe das Dach. Auch am Heck bestimmt Sportlichkeit das Design. Neu im E20 ist auch das schöne integrierte Navigationsgerät. Als er auf den Markt kam, gab es leider nur eine Handyhalterung, die dann quasi das Navi ersetzen musste. Hier haben wir jetzt ein sehr schönes Navi, zusätzlich mit Rückfahrkamera. Außerdem mit jeder Menge Konnektivität, sprich wir können Musik hören über Bluetooth, wir können Musik hören über USB, über AUX und noch ein interessantes Detail, zwei 12-Volt-Anschlüsse. Damit kann man natürlich jede Menge anstellen, zum Beispiel andere Handys aufladen von Mitfahrern oder eine Kühlbox einbauen, aber das ist auch nicht unbedingt notwendig, weil im i20 gibt es ein gekühltes Handschuhfach. Optisch ansprechend sind die Anzeigen im Armaturenbrett mit einem mittleren Display für zusätzliche Informationen. Über Tasten am Lenkrad lassen sich bequem und modern verschiedene Einstellungen vornehmen. Das sind natürlich alles Features, die junge Kunden ansprechen. Was die jungen Kunden wohl nicht so anspricht, ist dieser triste Innenraum und vor allen Dingen diese Sitzbezüge, die mit ihrem Grau einfach aussehen wie Omas alte Vorhänge. Optisch nicht gerade ein Highlight, bieten die Sitze dennoch einen angenehmen Komfort. Auch in Reihe 2 ist genug Platz und vor allem Beinfreiheit für die Passagiere vorhanden. Platz gibt es mit über 1000 Litern auch im Kofferraum. Bei aufrechten Rückenlehnen sind 326 Liter ein sehr guter Wert im B-Segment. Der Kofferraum ist zwar nicht quadratisch, aber immer noch praktisch und gut. Hier gibt sich eine sehr schön nutzbare rechteckige Fläche. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die Ladekante. Die könnte noch ein Ticken niedriger sein.
In Deutschland ist der i20 bereits ab einem Einstiegspreis von 12.100 Euro erhältlich. Zeit, noch einmal die Ergebnisse unseres Tests zusammenzufassen. Sportliches Design von außen. Mit dem Dreizylinder jetzt noch einen drehfreudigen, kraftvollen Motor, mit dem man auch Sprit sparen kann. Ein schönes Navigationsgerät mit Konnektivitätsmöglichkeiten. Das sind auf jeden Fall Sachen, die sowohl ältere als auch jüngere Kunden ansprechen. Womit man die jungen Käufer leider nicht locken kann, ist der Innenraum. Da sollte Hyundai noch ein bisschen schönere Farbvarianten anbieten, damit auch wirklich junge Leute das Auto schön finden von innen. Da könnte Hyundai echt noch ein bisschen was Schöneres anbieten.